Ein herzliches Willkommen bei Outlast 2. Noch hier in dem Raum mit unserem Verfolger. Wir haben es geschafft, die 3 Sicherungen zu bekommen. Ach, dann komm halt her. Ja, gib mir einen. So, mach schnell die Tür zu. Hab ich dich jetzt mit hier rausgelassen? Ich glaub nicht. Dann hier lang. Oh, unser Nachtsicht ist vorüber. So, und jetzt glaube ich... Shit, jetzt sehe ich halt wirklich nichts mehr. War das hier? Hier? Jetzt irgendwie rechts? Genau, so. Problem ist, jetzt sehe ich ja da unten nichts mehr. So, die Leiche ist jetzt eins nach unten gefallen. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir Treppen runter? Ja, wir sind die Treppen runter. Wir sehen jetzt nur noch jemanden, wenn der Press vor uns steht. Oh, jetzt habe ich die Orientierung verloren. So, hier sind die Treppen. Geradeaus durch. Hier sind wir an der Wand. Da kommen wir nicht. Da hinten in der Ecke, glaube ich, stand jetzt irgend so ein Freak. Hier. Dann gehe ich lieber die andere Richtung. So, jetzt sind wir an der Wand. Jetzt müssen wir hier vielleicht lang. Genau, hier hat man nämlich die letzte Batterie hergeholt. Hier müsste ein kleiner Tisch sein. Exakt. So, und da in der Ecke steht der. Der hat... Was hat denn der da in der Hand? Lassen wir ihn lieber mal mit seinem Spielzeug. Falsche Ecke. Nein! Nein, wir haben halt nichts mehr. Wir haben keine Batterie. Batterie mehr und gar. Ah, hier. Guck mal. So, jetzt hier unten. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Wir haben nichts mehr. Wir haben die Leiche mit dem Schlüssel runterfallen lassen. Aber wo ist die hin? Wo ist die hingefallen? Ist die hier irgendwo hingefallen? Och Leute, ich sehe doch nichts mehr. Hatten wir hier einen Verfolger? Ich glaube nicht. Ach, du bist's. Lässt du mich zu dir? Nee. Hast da auch keinen Bock drauf. Wo müssen wir denn hin? Hier sind wir in dem Badezimmer. In der Toilette. Da ist dieses Waschbecken. Da müsste hier die Tür wieder sein. Ich glaube, jetzt wird's schwer. Ich glaube, jetzt wird's echt schwer. Da ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich hin kann. So, das heißt, das hier ist eine Sackgasse. Rechts, links, rechts, links. Wow, wenn mir jetzt irgendeiner über den Weg läuft, werde ich mir so in die Hose machen. So, da sind wir wieder. So, was ist, wenn wir jetzt nicht nach links abbiegen, sondern genau hier der... Ist er jetzt hier? Oh! Ja, hier ist er. Okay, da haben wir es. Schlüssel für den zweiten Stock aufgenommen. Okay, das heißt, wir können dann die Treppe aufschließen. Ist das so richtig? Ja, du Arsch. Ich sehe doch nichts mehr. Hier. Sprung! Okay.
Hier? Können wir jetzt hier lang gehen? Ja. Ja, mach's auf, bitte. Und wieder hinter dir zu, bitte. Geschafft. Okay. Ich sehe hier nach wie vor nichts. Nicht so eine kleine Batterie mal hier für mich? Nochmal ein Versuch. Jetzt, ja. Follow the blood. Warum machen wir das eigentlich? Ganz ehrlich, wir sind hier in einem Haus mit nur Verrückten. Warum folgen wir da wirklich dieser Blutspur? Okay, das müssen wir jetzt einmal machen, um rauszufinden, wer zumindest unser Gegner ist. Aber wie soll ich denn... Oh, das geht wirklich hier lang. Komm, das sind doch immer... Wo ist die Batterie von dem? Wir sehen hier aber auch nichts aufleuchten. Ganz ehrlich, hier liegt jemand, der hat keine Batterien bei sich. Tatsache. Okay, dann vergeuden wir unsere auch nicht. Huh? Wo muss ich denn... Ach so. Ah, okay, wir können ausmachen. Hat sich hier jemand die Mühe gemacht, die Leiche? Da kann doch gar niemand kommen. Fick dich. Hau ab. Boah. Das ist so die Gegenreaktion von mir. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon mal in der Aufnahme gesagt. Schimpfen. Schnattern, schimpfen ist immer gut, wenn man Angst hat. Hier ist es wieder stockduster in dem Raum. Da ist was. Da ist eine Batterie. Top. Okay. Eine Batterie haben wir. Noch eine? Nein. 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 Ich sehe ja echt null. Wo ist denn der Ghost Rider eben hingeflogen? Ach, müssen wir hier hoch? Ah, okay, ja. Okay. So. Genau, hier waren wir stehen geblieben. Das hat uns also einfach nur eine Batterie beschert, obwohl es uns auch ziemlich viel Zeit gekostet hat. Warum bleibe ich denn dran hängen? Ah. Nimm dir die Akte. Danke. Ansonsten überall mal so ein bisschen drüber hüpfen. Ich habe nämlich keine Lust, irgendwo wieder reinzufallen. Mal gerade abchecken. Ghost Rider. Alles klar. Dann was haben wir hier hinten noch? So, Batterien sind wieder leer. Zu. Also, dem Ghost Rider hinterher. So viel zum Thema, er kann sich vielleicht doch nur draußen aufhalten. Nein, er kommt auch hier rein. Und ich gehe ja immer gerne erstmal entgegengesetzt der Richtung, die einem das Spiel prophezeit. Weil ich immer davon ausgehe, dass man da Story-Gegenstände finden kann. Das Ganze müsste ja hier dann entsprechend eigentlich eine Sackgasse sein. Musste eben dreimal hingucken, um zu sehen, ob das verbarrikadiert ist. Ganz normale Kerzen. Das
ist alles eine Lüge. Eine große Lüge. Sind wir jetzt hier wieder in dem Raum? Wir sind hier wieder in dem Raum. Ah, hier ist also der Ghost Rider entlang. Und dann hier rein. Gut, dann setzen wir uns gerade mal hier für unsere Dokumente wieder ein Stückchen hin. Das Geräusch in der Maschine. Okay, das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wall Rider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Die zweite, das tut mir leid, dass ich mich räuspern muss. Bei diesem Spiel räusper ich mich sehr oft, habe ich schon mitbekommen. Man möge es mir verzeihen. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus dieser Kiste, aus diesen Kisten? Die Fakten? Die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an MKUltra CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Und wir haben noch eine Akte gefunden. Du hast mir einen Rosengarten versprochen. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mountain Massive Nervenklinik. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Ah, okay, Selbstverstümmelung. Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagte, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnte ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hatte ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen. Da wurde sie eher enttäuscht mit der Obhut, die sie sich versprochen hat. So, jetzt sind wir anscheinend einmal andersrum gelaufen. Geht's noch? Okay. Heißt, mir zieht sich gerade mal der ganze... Boah, bei mir ist die Gänsehaut so stark, dass sich da sogar teilweise die Kopfhaut schon so zusammenzieht. Das ist ja ein ekelhaftes Gefühl. Ich habe hier gar keine Versteckmöglichkeiten, kann das sein? Doch, da. Ich sehe aber null. Das sind also die beiden Brüder, die uns nun verfolgen. Ich habe hier null Möglichkeiten abzuhauen, weil ich nichts sehe.
Und Schlabisch muss einfach wieder durchrennen. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe nämlich hier keine Sicht. Meine Batterien sind leer. Das heißt, laufen, bis ich jemanden sehe. Und dann einfach wieder die Beine in die Hand. Ich sehe ja nichts. Ey, das hat ja gar keinen Sinn. Ich laufe ihn doch direkt in die Hände. Die stehen doch hier irgendwo, oder? Ich glaube, ich bin in dem Raum, wo die beiden drin gestanden haben. Kann das sein? Wenn die Ingame-Musik auch nicht so faszinierend laut wäre. Ich hab's irgendwo hingeschafft. Ja. Ich hab's geschafft. Warum ist denn der jetzt hier unten? Okay, er betet ein bisschen. Stoßgebete. Aber wieso? Ich hab's endlich geschafft, hier hochzukommen. Und er geht nach unten? Ernsthaft? Oh, hier kann man runterfallen. Da hinten muss ich mich wieder hochklettern. Dann gehe ich mal davon aus, dass hier irgendwas gleich zusammenbricht unter unseren Füßen. Nein, 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 nein. Nimm sie, nimm sie, nimm sie. Und das hat er da unten nicht gemerkt, oder? Folge der Blutspur. Ach ja, denkst du? Ich komme auch die ganze Zeit ohne zurecht. Jetzt muss ich da ganz runter. Ja, ich sehe hier halt echt null. Okay, dann. Aber wo ist denn der Typ hin, den wir eben gesehen haben? Aber zumindest können wir uns jetzt wieder ein bisschen im Hellen aufhalten. Das würde jetzt nämlich für mich heißen, dass es hier zumindest die Räume alle so ein bisschen beleuchtet sein müssen. Ja, genau, so ist es auch. Können wir aber in der Zeit schon mal ein paar neue Batterien finden? Ist es uns gegönnt, uns ein bisschen besser ausrüsten zu dürfen? Da lag doch was. Da, ja, ja, wir dürfen. Guck mal, wir können sogar auch Geräusche einer Kamera machen. Schau einer mal an. Ist er da drüben gerade gelaufen? Nein. So viel zum Thema, wir dürfen uns im Hellen bewegen. Ah, da geht's runter. Kommen wir da auch wieder hoch? Ist hier jemand? Die Luft scheint frei zu sein. Hoffen wir uns, dass der Schein uns nicht trügt. Sind wir jetzt wieder... Verschlossen. Barrikadiert, eher gesagt. Das heißt, wir müssen hier, uns wird der Weg
Fu, Alter, Fu! Uns wird der Weg vorgegeben. Zu. Boah. Arschloch. Ja, wir sehen hier doch eh nichts. Ah, da stehen sie an der Wand. Da hinten sitzt noch einer auf dem Tisch. Hast du uns was zu sagen? Nein. So, schauen, ob unser Raum noch irgendwas hergibt. Nee, erkennt man ja echt null. Von daher glaube ich nicht, dass da was liegt. Normalerweise leuchten ja auch Gegenstände immer so ein bisschen. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Ja. In den Regalen liegt auch nichts drin. Irgendwas leuchtet da. Ist das unsere Kamera? Ja, ich sehe doch nichts. Soll ich jetzt einfach hinrennen oder was? Na ja, gut, Jumpscare. Jumpscare, hallo. Ich sehe ja nichts. Ich kann. Was soll ich denn da machen? So, jetzt. Ja, was ist denn da? Ich sehe doch nichts. Ach so. Okay. Ja, was soll ich denn machen? Okay, gut. Alles klar. Wenn natürlich die Batterie leer ist und auf einmal kommen drei Leute auf mich zugestürmt, machst du halt nicht viel. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Machen wir gerade mal einen kurzen. Hier mal gerade ins Menü rein. Da ist die Kamera, genau. Und danach direkt nachladen und direkt abrennen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Lasst mir ein Feedback da. Einen Daumen nach oben. Zeigt mir, dass das Video bei euch ankommt. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal.